Pfingstmontag und die aktuelle Situation auf dem Paseo. Der Blick geht von Chiringuito über die frühere Terrasse von der Träumeria, über den mittlerweile fast eigenen Bagger von Bodega del Sol und dann rüber hinten Gusto mit dem Hintergrund Son Moll. Und wir sehen hier Werner, den Mitchef und Inhaber hier von Bodega del Sol. Hallo Werner. Ja, hallo. Jo. Wir sind ein bisschen überrascht. Die Schnelligkeit, die Sie jetzt an den Tag legen, ist schon grandios. Unsere Informationen sagen, bis Ende Juni soll alles fertig sein. Wie ist dein Wissensstand? Was habt ihr vor? Ja, genau das. Die Info haben wir auch. Also uns ist zugesichert worden, dass zum 30. Juni die Bauarbeiten der Mauer abgeschlossen sind und wir dann wieder die Terrasse provisorisch wieder aufbauen können. Wie groß, das wissen wir nicht. Also unser Plan ist 1. Juni Eröffnung. Juli. Und ja, wenn man jetzt natürlich hinguckt, kaum zu glauben, aber wie gesagt, heute haben die von hinten, also vom Chiringuito bis hier komplett die Mauer schon weggeholt. Werner, wir haben ja auch andere Strecken gesehen. Also die Jungs sind schon schnell. Ja, und es soll ja zwei Bauabschnitte geben. Der eine fängt jetzt an Mauer fertig machen bis zum Moll. Ja. Und der zweite Abschnitt dann irgendwann Herbst, Winter, um den Weg, die Straße und die Grünanlagen zu machen. Werner, du siehst gut aus. Die Zeit, hör mal, die Zeit des Nichts zu uns. Die Zeit des Nichts zu uns ist dir gut bekommen. Freust du dich, wenn es wieder losgeht? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wir freuen uns wieder. Und wie gesagt, gleiches Personal, gleiche Küche. Ja, gut, wir müssen uns ja an die Vorschriften halten, da müssen wir halt mal gucken. Wie gesagt, auf jeden Fall nicht mehr Personal, aber wir versuchen halt. Da gab es ein paar gut aussehende Frauen, wo wir alle Blick drauf gemacht haben. Ja, die Frauen sind alle dabei. Das ist das Wichtigste, also gesagt, für uns. Und solange du an der Pfanne und in der Küche bist, spielt das auch keine Rolle. Ja. Werner, hör mal, wenn du Lust hast, sagen Monika und ich, vielen Dank fürs Interview, vielen Dank fürs Gespräch, toi toi toi. Ja, und die Jungs geben gleich irgendwann wieder Gas mit dem Bagger. Ja, hoffen wir auch. Mach gut und schöne Grüße. Ja, danke. Ne, auch. Bleibt alle gesund. Danke.